Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die uns eine wertvolle Botschaft darüber vermittelt, wie wir den richtigen Platz finden, an dem unsere Energie und Talente geschätzt werden. Es war einmal ein Vater, der sagte zu seiner Tochter: Du hast deinen Abschluss mit Auszeichnung gemacht. Hier ist ein Auto, das ich vor vielen Jahren gekauft habe. Es ist schon einige Jahre hier alt. Aber bevor ich es dir gebe, bring es zu den Gebrauchswagenhändlern und sag ihnen, dass ich es verkaufen möchte. Mal schauen, wie viel sie dir dafür bieten. Die Tochter ging zu den Gebrauchswagenhändlern, meldete sich bei ihrem Vater und sagte: Sie haben mir 1000 Schweizer Franken angeboten, weil es sehr abgenutzt aussieht. Der Vater sagte zu der Tochter: Bring es zum Mechaniker und schauen wir, wie sie dir anbieten. Die Tochter ging zu dem Mechaniker, kehrte zu ihrem Vater zurück und sagte: Der Mechaniker hat mir nur einfach 100 Schweizer Franken geboten, weil es sehr ein altes Auto ist. Der Vater sagte zu der Tochter noch einmal: Bring das Auto dorthin, wo all dies verkauft werden. Die Tochter tat, was ihr Vater sagte, und kehrte zurück und berichtete: Einige Leute im Oldies Club haben 100.000 Schweizer Franken dafür angeboten, weil es ein klassisches Auto ist und von vielen Menschen gesucht wird. Der Vater dann sagte zu der Tochter: Der richtige Ort schätzt dich auf der richtige Weise. Wenn du nicht wertgeschätzt wirst, sei nicht traurig. Das bedeutet nur, dass du am falschen Ort bist. Diejenigen, die deinen Wert kennen, sind diejenigen, die dich schätzen. Bleibe nie an einem Ort, an dem niemand deinen Wert sieht. Diese Geschichte erklärt, wie wichtig es ist, im richtigen Umfeld zu sein, in dem unsere Talente und Fähigkeiten wertgeschätzt werden. Vielleicht befinden wir uns manchmal in einem Ort, an dem unsere Leistungen nicht richtig gesetzt werden. In solchen Momenten ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das Leben nicht auf eine einzelne schlechte Erfahrung beschränkt ist. Wenn ihr vielleicht heute einige schlechte Erfahrung macht und euch nicht wertgeschätzt fühlt, heißt das nicht, dass es morgen nicht besser wäre, wenn ihr an einem anderen Ort seid. Genauso wie die drei Orte, die in der Geschichte erwähnt werden, unterschiedliche Erfahrungen sind. Es gibt viele Orte und Gelegenheiten, an denen wir unsere wahren Wert entfalten können. Und deshalb sollten wir uns nicht entmutigen lassen, wenn es scheint, dass wir in einer bestimmten Umgebung nicht geschätzt oder wertgeschätzt oder sogar geliebt werden. Wir brauchen nur den nächsten Platz aufzusuchen, an dem wir wertgeschätzt werden und unser Potenzial entfalten können. Also sage ich, versuch es noch einmal und noch einmal. Ich wünsche mir, dass wir die Botschaft dieser Geschichte jeden Tag mitnehmen und dass sie uns hilft, die wahre Botschaft hinter dem Sprichwort zu verstehen. Gestern ist Vergangenheit, morgen ist Geheimnis, aber jeden Tag ist ein Geschenk. Also vielen Dank, dass Sie diesen Beitrag angeschaut haben und bis bald.